Schön, dass du da bist. Ich bin Cora. Willkommen zu einem neuen Yoga Nidra mit mir. Yoga Nidra begleitet dich auf deinem Weg als ein Tool zur Entspannung, Einsicht und Balance. Es stärkt dein inneres Verständnis und deine Intuition. Wir leben in einer sehr vielfältigen Welt und unser Geist ist jeden Tag unfassbar vielen Reizen ausgesetzt. Ohne ein Reset oder eine Art Update kann dies zur Überforderung führen, dazu, dass du dich ermattet und erschöpft fühlst. Die Körper-Geist-Verbindung wird gestört und vielleicht sogar verloren. Diese Yoga-Nidra-Praxis hilft dir, deine eigene Verbindung zu dir selbst wiederherzustellen. Wenn du in der Praxis zu einigen Körperbereichen keine Verbindung spürst, ist das okay. Mit jedem Üben wird es besser. Versuche mir zu folgen und die Pace, der Geschwindigkeit, der Anweisung, das ist beabsichtigt, um dich tiefer mit dir selbst zu verbinden. Lass meine Stimme deinen Anker sein. Lass dich führen und deinen Verstand einschlafen. Und auch wenn du einschlafen solltest, dein Unterbewusstsein ist immer dabei. Komme auf deinem Rücken zum Liegen. Und finde eine für dich angenehme Position, die du halten kannst. Schließ deine Augen. Nimm dir einen Moment Zeit, um deinen Atem zu spüren. Jedes Aus- und jedes Einatmen. Entscheide dich zur Stille in deinem Körper und Aufmerksamkeit in deinem Geist. Und mit jedem Atemzug gibst du etwas mehr Verantwortung ab und sinkst ein bisschen tiefer in den Boden. Finde hier jetzt dein Sankalpa, deine konkrete Absicht für diese Praxis. Vielleicht eine Affirmation, die beginnt mit Ich bin. Das, was sich jetzt gerade für dich richtig anfühlt, was jetzt gerade mit dir resoniert. Wiederhole deinen Sankalpa so oft, bis du es in dir selbst spürst. Sprich es zu dir selbst ein paar Mal. Wir beginnen mit dem Bodyscan. Bringe deine gesamte Aufmerksamkeit in den Körperteil, über den ich spreche. Komm mit deiner Aufmerksamkeit in den rechten Daumen. Deinen Zeigefinger. Deinen Mittelfinger. Deinen Ringfinger. Der kleine Finger, die rechte Handfläche, den Handrücken, das Handgelenk, die ganze rechte Hand. Spüre deinen rechten Unterarm, deinen Ellenbogen, deinen Oberarm,
dein Schultergelenk, deine Schulter, die Achselhöhle, den ganzen rechten Arm und die ganze rechte Schulter. Spüre die rechte Seite deines Brustkorbs, deine Rippen, deine Taille, deine Hüfte, dein Hüftgelenk und dein Becken. Spüre deinen rechten Oberschenkel, dein Knie, deinen Unterschenkel, das ganze rechte Bein. Spüre dein rechtes Fußgelenk, deinen Fußrücken, deinen großen Zeh, deinen zweiten Zeh, deinen dritten Zeh, deinen vierten Zeh und deinen kleinen Zeh. Spüre deine Fußsohle und den ganzen rechten Fuß. Spüre die ganze rechte Seite. Die ganze rechte Seite. Lenke nun deine Aufmerksamkeit zu deinem linken Daumen, deinem Zeigefinger, deinem Mittelfinger, deinem Ringfinger, dein kleiner Finger, deine Handfläche, dein Handrücken, dein Handgelenk, die ganze linke Hand. Spüre deinen linken Unterarm, deinen Ellenbogen, deinen Oberarm und dein Schultergelenk. Deine Schulter, deine Achselhöhle, der ganze linke Arm und die ganze linke Schulter. Spüre die linke Seite des Brustkorbs, deine Rippen, deine Taille, deine Hüfte, dein Hüftgelenk und dein Becken. Spüre deinen linken Oberschenkel, dein Knie, dein Unterschenkel, das ganze linke Bein. Spüre dein linkes Fußgelenk, deinen Fußrücken, den großen Zeh, deinen zweiten Zeh, deinen dritten Zeh, deinen vierten Zeh und deinen kleinen Zeh, deine Fußsohle und deinen ganzen linken Fuß. Spüre die ganze linke Seite, die ganze linke Seite. Und komm mit deiner Aufmerksamkeit auf die Körperrückseite. Spüre deine Fersen, die Rückseite der Unterschenkel, deine Kniekehlen, deine Oberschenkel und dein Gesäß. Spüre deinen unteren Rücken, deinen oberen Rücken und deine Schulterblätter. Spüre die Rückseite der Oberarme, der Ellenbogen, der Unterarme und der Hände. Spüre deinen Nacken, deinen Hinterkopf und deinen Scheitel. Spüre die ganze Körperrückseite, die ganze Körperrückseite. Spüre deinen Kopf. Spüre deine Stirn, deine Augenbrauen, deine Augen,
deine Augenlider, deinen Oberkiefer, die Nase, deine Oberlippe und deine Unterlippe und den Raum zwischen deinen Lippen, dein Kinn. Spüre deinen ganzen Kopf. Spüre dein ganzes Gesicht. Komm mit deiner Aufmerksamkeit zu deiner Körpervorderseite. Spüre deinen Hals, deinen Schulterbereich, die Vorderseite der Oberarme, die Ellenbogen, die Unterarme und deine Hände. Spüre die Vorderseite des Brustkorbs, deinen Oberbauch, deinen Nabel und deinen Unterbauch. Spüre die Vorderseite der Oberschenkel, deine Knie, deine Unterschenkel und deine Füße. Spüre die ganze Körpervorderseite, die ganze Körpervorderseite. Und dann spüre deinen ganzen Körper. Deinen ganzen Körper. Und dann spüre, wo dein Körper auf dem Boden liegt. Deine Fersen. Und der Raum zwischen den Fußgelenken und dem Boden. Deine Unterschenkel und deine Oberschenkel und der Raum zwischen deinen Kniekehlen und dem Boden. Und spüre dein Gesäß, dein unterer Rücken und der Raum zwischen der Lendenwirbelsäule und dem Boden. Und dein oberer Rücken und die Schulterblätter. Spüre deine Schultern, deine Oberarme, deine Ellenbogen, deine Unterarme, deine Hände und der Raum zwischen Handgelenken und Boden. Und spüre den Raum zwischen Nacken und Boden, dein Hinterkopf. Lass dich ganz in den Boden sinken. Und mit jedem Atemzug gibst du etwas mehr Verantwortung ab und sinkst ein bisschen tiefer in den Boden. Spüre die Punkte, wo dein Körper in den Boden presst. Und spüre, wie dein Atem deinen Körper sanft bewegt. Beobachte deinen Atem, ohne ihn zu beeinflussen. Mit jedem Atemzug lässt du etwas mehr Verantwortung los und sinkst ein bisschen tiefer in deine eigene Energie. Spüre den Raum, den du in dir geschaffen hast. Verbinde dich mit deiner Herzensenergie, die Energie, die dich mit Liebe erfüllt und dich leitet. Vielleicht spürst du das Zentrum dieser Energie mitten in deiner Brust. Wenn du magst, leg eine Hand auf dein Herz und spüre in diesen Raum hinein. Vielleicht hat deine Herzensenergie eine Farbe oder ein Licht.
spüre einfach das, was da ist. Lass es einfach sein, ohne es zu bewerten. Und während du hier sitzt und atmest, stell dir vor, wie mit jedem Einatmen die Energie in deinem Herzzentrum größer wird. Vielleicht atmest du auch die Energie ein mit einem Strahlen oder einem Licht. Lass die Energie ganz bewusst in dein Herz fließen. Vielleicht spürst du Wärme und Fülle. Und mit jedem Einatmen wird deine Energie größer und dein Strahlen heller. Und wenn du spürst, dass diese Energie alles umfasst, deine Arme, deine Hände, deinen Bauch, deine Hüften und deine Beine, komm mit deiner Aufmerksamkeit wieder zurück zu dem Ursprung, zu deinem Herzen. Spüre dein Vertrauen in die Welt. Du vertraust, dass die Welt morgen noch da ist, wenn du abends ins Bett gehst. Dass die Sonne wieder aufgeht, dass die Meere fließen und dass die Bäume wachsen. Es fällt dir leicht. Du denkst nicht einmal darüber nach. Und dann komm mit dem Vertrauen zu dir selbst. Du vertraust dir selbst, deinem Atem und deinem Herzschlag und deinen Gefühlen. Du spürst, was dein Herz sagt, und wenn du danach handelst, lebt es sich freier. Erinnere dich an die Zeit deiner Kindheit zurück. Früher, als du gerne schaukeln gegangen bist. Stell dir das Gefühl vor, das du hattest auf der Schaukel. Der Rausch des freien Falls, der Bewegung, das Lachen in deinem Herzen. Dann stell dir vor, wie du von der Schaukel gesprungen bist, wie du an dem höchsten Punkt losgelassen hast und dich rauskatapultiert hast in den freien Fall. Und das Gefühl des Vertrauens in dich selbst, dass du ganz sicher wieder auf dem Boden ankommst. Nimm dieses Gefühl des Vertrauens mit in seine Herzensenergie und lass dieses Urvertrauen, dein Selbstvertrauen, mit einfließen in die Energie, die durch deinen ganzen Körper strömt. Atme in diesem glorreichen, wundervollen Licht. Spüre mit jedem Atemzug die Energie deines Herzens und die Energie deines Selbstvertrauens.
Und dann komm langsam mit deiner Aufmerksamkeit wieder in den Raum zurück und atme mal ganz tief ein. Und beginne langsam wieder deinen Körper zu spüren, die Schwere deines Körpers. Spür die Punkte, wo dein Körper niemals presst. Und dann bewege ganz vorsichtig deine Fingerspitzen und deine Fußspitzen. Und bring deine Handflächen zueinander und reib sie ganz, ganz fest aneinander. Und bring die Wärme zu deinem Gesicht. Und wenn du magst, dann roll dich rüber über deine Lieblingsseite und komm wieder hoch in einen aufrechten, geraden Sitz. Und lass deine Augen noch geschlossen. Nimm dir hier noch einen Moment Zeit, um in dich hineinzuspüren, wie du dich jetzt gerade fühlst. Und dann bring deine Handflächen zueinander in Anjali Mudra und bedanke dich bei dir selbst für die Zeit, die du dir heute geschenkt hast. Und dann bring deine Daumen zu deinem dritten Auge für klare Gedanken. Und deine Daumen zu deinem Mund für wahre Worte. Und deine Daumen zu deinem Herzen für ein reines Herz. Namaste. Schön, dass es dich gibt und danke, dass du heute mit mir geübt hast. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.